von Horst Uhlenbruch, den damaligen Europameister 1997, die alte Technik wieder einmal eingebaut. Zweiter, dieser Dieselkämpfer, Sven Christmann, Erik Paul. Naja, die sind richtig heiß, die Jungs, die lassen es hier brennen. Also schauen wir nach vorne. Engel ist ebenfalls in Führung. Zweiter, die 300 und 11, das ist dieser Dieselkämpfer. Sven Christmann, dann die 401, Erik Paul. Dann die 405, Axel Schlüffel. Frank Meinzel. Marco Henker, die 405. Wo haben ja vorhin die Leute noch das Getriebe gewechselt? Irgendwo hat man ein Renngetriebe noch hergekriegt. Reingeschraubt bei Christmann, der liegt im Augenblick auf Platz 3. Erik Paul auf 4. Carsten Schlüffel auf 5, dann Frank Meinzel. Und Meinzel, er ist ganz heißel am Angriff. Meinzel eben am Angriff von Schlüffel. Das müsste er einmal sich neben mir schon gezeigt haben. So, auf geht es, Jungs. Meinzel schon dran gewesen an Schlüffel. Naja, das ist hier, wo wir um die Kurve driften. Dennis Engel. Ja, ein nagelneu aufgebautes Fahrzeug, dieser Dieselkämpfer, Sven Christmann, Erik Paul, dann Schlüffel und dann Frank Meinzel. Meinzel, mehrmals hat er sich schon an Schlüffel gezeigt, aber es reicht nicht aus. Und der Ausfall für Sven Christmann, Christmann verlässt die Strecke. Christmann verlässt die Strecke. Ja, alles im Griff zu haben. Dennis Engel, nach seinem neuen Auftritt in diesem Jahr optimal unterwegs. Wie gesagt, er ist ja in Kürze, oder er im Augenblick erlebt er den werdenden Papa, dem Hinterkopf. Für ihn. So, gelbe Flagge, da ist ein Überholverbot, Jungs. Und jetzt geht's wieder auf. Erik Paul, Carsten Schlüffel, Frank Meinzel, Marco Hinker. Zwei Runde Kämpfer, der fehlt mir. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Da ist... Dieselkämpfer ist ausgefallen. Freie Bahn jetzt. Carsten Schlüffel, Frank Meinzel auf 3, Marco Hinker auf 4. Erik Paul auf 5 und dann die 406 auf Rang 6. Martin Reisengel, der damalige Europameister, gewinnt hier seinen Lauf. In Buxtehude auf dem Messering. So, wir warten auf die Zweitplatzierten. Zweiter müsste Carsten Schlüffel werden. Carsten Schlüffel belegt den Zweiten. Frank Meinzel auf Platz 3. Marco Henker auf 4. Erik Paul auf 5 und dann noch auf Platz 6. Martin Rausch. Der Zieleinlauf bei unseren Eigenbauten. So, mit Sicherheit auch ein Applaus mal an diese Fahrer, die hier so ein Tor